Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von Kinderwelt. Heute beschäftigen wir uns mit dem Thema Geburtstagsparty, im Speziellen mit den beliebten Schatzsuchen. Bisher hatte ich die Schatzsuchen für meine Kids immer komplett selbst zusammengestellt. Dieses Jahr hatte ich aber nach Alternativen gesucht, mir das Vorbereiten der Geburtstage etwas zu erleichtern. Seit einigen Jahren sprießen immer mehr Blogs, Ratgeberseiten, Online-Shops etc. aus dem Boden, die sich genau mit diesem Thema beschäftigen. Ich möchte euch nun die Plattform vorstellen, für die ich mich dieses Jahr entschieden habe. Ausgefuchst. Auf dieser Seite findet man nicht nur fixfertige Schatzsuchen, sondern es gibt auch viele wertvolle Tipps und Tricks rund um das Thema Schatzsuche. Es finden sich zahlreiche Bastelvorschläge, Anleitungen und auch Gratis-Vorlagen zum Download. Ich habe mit meinen Kids bisher 3 Schatzsuchen der Plattform ausgefuchst, ausprobiert. Wir reisten nach Ägypten, um die versteckte Pyramide wiederzufinden, bastelten uns dafür ein Forscherbuch, malten Hieroglyphen und aßen die Pyramide samt Duplo-Sphinx als Geburtstagskuchen. Dann ging es ab in den Urzeitdschungel zur Rettung der Dino-Babys. Wir mussten Spuren lesen, halfen einem Dino durch das Labyrinth und stärkten uns mit einem Vulkankuchen. Eine letzte Runde schwammen wir direkt ins neu erschienene Meeresabenteuer und besuchten verschiedene Meeresbewohner, zum Beispiel den Hammerhai und die Meerjungfrau. Die schönen Grafiken und verschiedenen Rätselaufgaben sind in kurze, kreative Geschichten gepackt, die die Kinder dazu auffordern, jemandem zu helfen oder etwas zu finden. Bei jeder Schatzsuche darf natürlich die Schatzkarte nicht fehlen. Hinweise werden einfach vorher ausgedruckt und können bei Bedarf und Wunsch noch laminiert werden. In der Anleitung steht genau, was für welche Station gebraucht wird. Es ist alles übersichtlich erklärt und somit ist die Schatzsuche auch schnell vorbereitet. Wer die Schatzsuche gerne mit verschiedenen Spielen etwas ergänzen und erweitern möchte, bekommt dafür bereits mit dem Download einige Vorschläge mitgeliefert und findet auf der Homepage noch zusätzliche Gratisvorlagen und Tipps. Das Wichtigste am Ende ist natürlich der Schatz. Kinder freuen sich nicht nur über eine Süßigkeit, es darf auch mal Obst, zum Beispiel Mandarinen oder Bananen sein. Oder lustige, thematisch vielleicht passende Taschentücher, Seifenblasen, kleine Stempel. Ihr findet unten in der Beschreibung einige Links dazu. Weiters braucht ihr dafür auch keine echte Schatztruhe, die den Schatz verbirgt. Bei uns war es zum Beispiel eine Kartonverpackung mit einem Fahrradzahlenschloss. Ich bin richtig happy, dass ich diese Plattform gefunden habe und freue mich bereits, demnächst wieder ein Rätselabenteuer mit meinen Kids auszuprobieren. Seid ihr mit dabei? Dann verwendet den Link zur Homepage unten in der Beschreibung. Für weitere Tipps und verschiedene Bastelideen abonniert doch einfach unseren Kanal. Bis bald wieder in unserer Kinderwelt!